Moin Moin Freunde, hier ist Adel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch lecker Mac and Cheese oder Macaroni in Käsesoße. Das schmeckt absolut lecker, sage ich zwar immer wieder, aber ist auch so. Kalorien nicht zählen bitte, geht gar nicht, aber nachzumachen auf jeden Fall. Folgende Zutaten dafür, das ist gar nicht so viel, was wir brauchen. Und zwar mache ich Mac and Cheese. Schnelles, einfaches Gericht. Ihr müsst nur vorher die Nudeln kochen oder vorher gar nicht. Ihr könnt die Nudeln kochen und dann macht ihr nebenbei dann die Soße fertig. Und wenn die Nudeln fertig sind, ist auch die Soße fertig. So einfach ist das. Aber ich habe natürlich, ich hatte ja gerade 3 Filme gedreht, ne, oder 2, das ist jetzt der dritte. Ich hatte ja so lange Macaroni und da habe ich ja natürlich zuerst habe ich einmal mit Salsiccia gemacht. Dann habe ich eine Puttanesca gemacht mit denen. Und das ist jetzt der Rest noch davon. Deswegen ist auch noch so ein bisschen, weil da so ein bisschen was Tomatiges noch dran war. Aber das war nur so von 2-3 Nudeln, ne, die nicht mehr auf den Teller gepasst haben. Also stell dir vor, ihr habt da ganz normale Macaronis fertig. Dann brauchen wir Käse. Ich habe hier Cheddar. Dann habe ich Ligurie, spricht er sich, glaube ich, auch oder irgendwie so. Da will ich nichts Falsches sagen. So, das ist so ein würziger Bergkäse, so ein Schweizer. Und dann habe ich noch so Parmesan gerieben. Dann brauchen wir ein bisschen, ich nehme Chili. Ihr könnt auch ein bisschen Cayennepfeffer nehmen und so. Aber ich fände das natürlich, wie ihr wisst, oder die meisten wissen mit Chili gut. Dann natürlich Salz und Pfeffer. Und das war es dann auch schon. Ach ja, und dann brauchen wir natürlich noch Butter und eine Zwiebel. Die Zwiebeln müssen wir mal eben schnell zuerst machen. Stelle ich auf 7. Die hätte ich ja glatt unterschlagen. Ihr könnt das Ganze auch einfach mit Sahne machen. Aber ich mache hier so eine Art Béchamel. Ich habe eine Béchamel oder eine weiße Grundsoße. Habe ich auch als Film oben. Könnt ihr euch gerne angucken. Wenn ihr jetzt auf das i klickt. So, jetzt machen wir ein paar Zwiebeln fertig. Da mache ich mir jetzt mal ein Handtuch drunter. So, die schön dünn schnibbeln. Dann habe ich, ach ja, hier, Butter habe ich da 40 Gramm und Mehl habe ich 30 Gramm. So. Das ist auf einen halben Liter Mehl. Also Grundrezept ist 80 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl und das Ganze auf einen Liter wäre das dann. So, die schwitzen wir uns jetzt so ein bisschen braun an. Schönen Butterschmalz, dass sie so ein bisschen Farbe bekommen. Dann streuen wir die mit Milch ab. Also Salz, Pfeffer, so falls ich noch, sage ich nochmal, ich habe jetzt nochmal Zutaten. Nudeln, wie ihr möchtet, Milch, Butter, also Butterschmalz in dem Fall, Mehl, 3 Käsesorten, könnt ihr auch nehmen, welche ihr möchtet. Ich habe diese 3 genommen. Die finde ich herzhaft, besonders den Bergkäse. Normal kann man das rein, aber dass ich das nur als Scheiben habe, habe ich mir das in Würfel geschnitten. Ein Teil kommt rein und ein Teil kommt nachher oben drauf, aber das seht ihr. Dann eine Chilischote natürlich und ein bisschen Muskat. Wenn ihr kein Chili möchtet, lasst ihr weg oder sonst nehmt ihr einfach nur Cayennepfeffer, wenn ihr keine Chilischote habt. Dass ihr noch ein bisschen Farbe bekommt. In der Zwischenzeit stelle ich mir den Ofen an. Die Nudeln sollen, die sind jetzt ein bisschen weicher, ne, auch geht eigentlich noch. Die sollten eigentlich so kurz vor al dente sein. Weil die kommen ja nochmal hier rein und dann kommen sie nochmal im Ofen, ne? So, wir sehen uns gleich wieder, wenn das fertig gebraten ist. Naja, was ich vergessen habe, aber das kommt noch in der Infobox rein. Bisschen Rauchpaprika. Bisschen normalen Paprika und bisschen Rauchpaprika. So ein bisschen für die Farbe und einen kleinen Löffel Senf. So, jetzt so die Farbe, ne, die wir jetzt hier so haben, stellen wir jetzt ein bisschen kleiner. Das jetzt auf 6. Wenn wir das jetzt mit Mehl bestreuen, dann soll das nicht so schnell kochen, sondern schön langsam vor sich hin, weil das Mehl müssen wir ein bisschen auskochen, was wir natürlich auch ein bisschen umgehen können, indem man so, jetzt kommt das Mehl dazu, das waren glaube ich 40 Gramm, dann sind das jetzt ungefähr 30 Gramm, so. Ich brauche nur so ein bisschen Bedarf. So, wenn wir das jetzt ein bisschen länger mit anbraten, dann brauchen wir das nicht so lange auskochen. So, jetzt kommt kalte Milch. Immer nur so ein bisschen erstmal. Und jetzt brauchen wir dann auch natürlich ein. So könnt ihr besser die Klumpen rausmachen, wenn ihr das Step by Step macht. Einen halben Esslöffel Senf.
bisschen Muskatnuss. Jetzt gibt er halt so viel Milch dazu, dass es eine schöne cremige Konsistenz hat. Dann kommt ein bisschen Rauchpaprika. Also ich halte ihn für sehr wichtig dabei. Also einen halben Teelöffel Rauchpaprika. Oder nach eurem Geschmack. Und dann ein Esslöffel Paprika. Alles so ein bisschen für die Farbe. Wie gesagt, mit Salz müsst ihr aufpassen, denn der Käse hat auch noch Salz. Wie gesagt, bei kleiner Hitze euch ein bisschen köcheln lassen. So, dann macht ihr jetzt ein bisschen Cayenne zu. Ich mache Chilischote dazu, weil ich das mache und weil das pikant auch einfach nur gut schmeckt. So, dann probieren wir mal. So, jetzt lassen wir das noch ein bisschen so ausköcheln, damit man den Mehlgeschmack nicht mehr so hat. Dann kommt der Käse rein und dann kommen die Nudeln rein und dann kommt das im Ofen. Das ist Mac and Cheese oder Macaroni mit Käsesoße, wie auch immer. So, jetzt wird das noch ein bisschen kleiner. Und jetzt kommt der Käse zu, aber nicht alles, so ein bisschen mehr wie die Hälfte. Wie gesagt, wenn ihr euch das mit der Mandoline gerieben habt, wie gesagt, ich hatte nur Scheibenkäse hier. Deswegen habe ich das genommen. Ich esse ganz gern Käse. Jetzt noch Parmesan. Und jetzt kann das alles hier rein, ein bisschen vermischen. Der Rest. Und das kommt nachher oben rüber. So, der soll sich schön auflösen, so ein bisschen. Schön auflösen, so ein bisschen, ja, genau. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch mit Sahne machen und so, aber das ist ja schon heftig genug. Also das ist eine Kalorienbombe pur. Oh, die restliche Milch noch. Das ist auf Montag. Normal koche ich Montag auch nicht. Aber ich wollte die Nudeln auch nicht verkommen lassen. Die sieht doch schon, oh, die sieht doch schon echt, ne? Sieht doch cool aus, ne? So, jetzt kommen die Nudeln da rein. Wie gesagt, denkt dran, ganz normale Macaroni. Das bisschen rötliche war noch von meiner letzten. Und da waren noch 3-4 Nudeln über. Und wer mich kennt, weiß, ich versuche alles zu verarbeiten. Und das verfälscht auch nicht den Geschmack unbedingt, die kleine Menge. Aber Leute, guck mal, das ist sowas von. Oh, darf ich heute sowieso nicht alles essen? Ich habe heute auf der Arbeit schon Kaiserschmarrn gemacht und natürlich auch probiert. Habe ich auch als Filmung, wenn ihr auf das i klickt. Dann habe ich noch eine Pastinakensuppe. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Suppe oben habe, Pastinaken, aber... Wenn, dann mache ich die nochmal. Pastinakenpüree habe ich auf jeden Fall oben. Auf sie klicken natürlich. Richtig lecker. So ein schönes Stück Fleisch, Pastinakenpüree dazu. Dann probieren wir nochmal. Chilischote noch dazu. Oh, das mit Rauchpaprika kommt wirklich gut. So. Jetzt kommt das hier wieder in der Form. Ne? Und dann kommt das nochmal eine Viertelstunde im Ofen. Wer Nudeln macht, wer Käse macht und wer nicht gerade auf seine Kalorien mal einen Tag achten muss, der sollte sich das auf jeden Fall machen. Das schmeckt sowas von lecker, aber richtig, ich bin da sowieso überzeugt von meinem Essen. Aber ich weiß auch, dass es gut ankommt. Egal wo, ich habe in einem Laden einmal 10 und einmal 15 Jahre gearbeitet und die Leute würden nicht jeden Tag wiederkommen oder fast jeden Tag, wenn das schlecht schmecken würde. Also anrichten und so können andere tausendmal besser. Wenn ich das einigermaßen hinbekomme, bin ich immer zufrieden, aber geschmacklich. Dann macht ihr super zu. Denn wenn ihr das genauso macht, wie ich das hier zeige und ihr nicht, wie eben gesagt, auf eure Kalorien achten müsst, macht es euch. Lohnt sich. Okay, das schieben wir jetzt im Ofen und dann sehen wir uns nachher wieder. Soll nicht zu dunkel sein, ne? Müsst ihr mal sehen. Meine Mac and Cheese sind fertig. Die hatte ich jetzt nochmal 10 Minuten im Ofen. Wo wir den rausholen. Das hört man richtig. Ich will die mal einmal vor das Mikrofon halt nehmen. Jetzt richte ich mir das an. Das reicht sowieso für 2 oder 3 Tage. So, das reicht.
So, mein Basilikum sieht nicht mehr so schön aus. Der ist nur noch zum Trocknen. Mache ich mir einfach nur so ein bisschen Petersilie drauf. Ne? Ist auch nur für die Farbe gerade. Das wirkt ein bisschen besser bei den Aufnahmen. Das ist jetzt mein Mac and Cheese. Und ich schwöre euch eins, das ist so lecker. Probier das nochmal. Boah, wie gesagt, kann man nicht so oft essen, aber wirklich einfach nur genial. Optik kann man das auch nicht viel groß anders machen. Man könnte es noch ein bisschen so fester machen, wenn da drauf steht, aber ich mochte ja gern die Käsesoße, was das eigentlich ist. Dass man sonst weniger Soße nimmt, wenn das macht. Aber, ach nö, alles gut. Ja, Freunde, ach ja, wenn euch mein Kanal gefällt, ne, abonniert ihn, klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Und wenn ihr gerne kocht, naja, gerade so ein Essen lohnt sich nachzumachen. Dann kann ich wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer, euer Ariel und tschüss. So, Freunde, jetzt noch mal Werbung in eigener Sache. Und zwar wollte ich mal sagen, meine Playlisten, die lohnt sich wirklich anzuschauen. Dass das alles ein bisschen besser strukturiert. Das sind über 60 Playlisten. Das heißt, ich habe da zum Beispiel einfach jetzt wie jetzt die türkische Küche oder Kohlgerichte, Kaninchengerichte, vegane Speisen, vegetarische Speisen, denn Sachen, die ich mal im Thermomix gemacht habe, orientalische Küche, also ganz, ganz viel so deutsche Küche, Topping, Garnierung, international, einfach nur aus dem Ofen. Also das sind Sachen, das oder jetzt um so Weihnachtszeit, denn so Ende und Gerichte und so. Ihr findet da eigentlich eine Menge, oder im Frühjahr wieder Spargelgerichte, Geflügelgerichte, Hackgerichte. Also da ist eine ganz, das ist alles ein bisschen besser strukturiert. Da geht ihr dann auf den einzelnen Listen drauf und dann guckt ihr euch das an, wenn ihr möchtet, ne? Weil bei 600 Filmen von oben nach unten zu scrollen, das ist natürlich eine Menge und das macht nicht jeder. Vielleicht helfen euch die Playlisten denn ein wenig weiter, wie mit Schmorbraten, Desserts, Kuchen. Also ihr findet da eigentlich so ziemlich alles, was ich gemacht habe. Manche der Filme sind auch älter, ne? Also die werden auch nochmal ausgebessert oder ich mache die nochmal neu oder so. Aber wie gesagt, ne? Jeder fing mal an und man versucht sich halt zu verbessern. Und in diesem Fall kann ich einfach nur sagen, es lohnt sich, die Playliste mal durchzublättern und vielleicht ist bestimmt was dabei für euch, mit Sicherheit. Und ja, dann macht das nach, wenn ihr da Lust habt, wenn ihr Fragen habt, fragt. Und dann kann ich jetzt einfach nur noch sagen nochmal und tschüss.